Bamberg ein traditioneller Verkehrsknotenpunkt. Hier halten die Züge aus der Region. Von hier fahren seit Dezember 2017 die ICEs über die Schnellbahntrasse in rund 2 Stunden 45 nach Berlin. Gut 1,5 Stunden schneller als zuvor. Auch ein Regionalzug über Coburg nach Sonneberg benutzt die neue Trasse. Nördlich von Bamberg, ab Breitengüßbach, ist die Strecke bereits um 2 elektrifizierte Gleise erweitert worden für künftige Geschwindigkeiten bis 230 km/h. Auch die Bahninfrastruktur in Bamberg soll zukunftsfähig gestaltet werden. Auf 2 Gleisen für den kommenden S-Bahn- und Regionalverkehr, auf 2 weiteren Gleisen für den schnellen ICE-Verkehr. Der Ausbau der Eisenbahn Nord-Süd-Achse durch Deutschland geht damit weiter. Der Abschnitt Bamberg ist der Schlussstein des größten deutschen Bahnmodernisierungsprojekts der letzten Jahrzehnte. Die Stadt Bamberg und ihre Einwohner werden von der besseren Erreichbarkeit vielfältig profitieren. So ergeben sich positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und den Tourismus, mehr Sicherheit im Verkehr durch neue Straßen- und Wegekreuzungen und eine Entlastung von Umwelt und Natur durch ausgebaute Schienenwege. Schon in den 90er Jahren gab es Pläne für einen viergleisigen Ausbau im Stadtgebiet. Im Jahr 2012 wurden sie wieder aufgegriffen. Der Koordinierungskreis Bahnausbau bündelte die Meinung der Beteiligten: Bürger, Behörden, Vorhabenträger, Vereinigungen. Ausgangspunkt der neuen Diskussionen im Gremium war das Verhältnis der Höhe der geplanten Schallschutzwände zu den Sichtachsen durch die Stadt. 9 Varianten wurden geprüft und bewertet, 3 wurden vertieft betrachtet. Die Variante mit einer ebenerdigen Durchfahrung, die Tunnelvariante und die Ostumfahrung. Diese Variante wurde in einem Stadtratsbeschluss von 2016 ausgeschlossen. Die beiden verbliebenen Varianten sind im Koordinierungskreis und auf mehreren Veranstaltungen beraten und erläutert worden, unter anderem auch bei Bürgerversammlungen, so wie dieser im Februar 2018. Am 6. März 2018 kam der Stadtrat in Bamberg zum politischen Variantenentscheid zusammen. Die Tunnelvariante wurde abgelehnt. Eine große Mehrheit stimmte für die Durchfahrungsvariante. Bei der Variante mit ebenerdiger Führung der 2 neuen Gleise werden die vorhandenen Eisenbahnbrücken erweitert und dabei erneuert. Unter anderem an der Forchheimer Straße, an der Geisfelder Straße, an der Memmelsdorfer Straße. Die Straßenüberführungen werden ebenfalls erneuert, zum Beispiel die Straßenüberführung Pfisterberg an der Starkenfeldstraße sowie die Straßenüberführung Kronacher Straße. Wichtiger Teil des Projekts: erstmals werden die Anwohner auf Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen umfassend vor Lärm geschützt, durch modernste, hochabsorbierende Schallschutzwände. Neben diesem aktiven Schallschutz sind passive Maßnahmen vorgesehen: Schallschutzfenster, Dämmlüfter. Um die städtebaulich wichtigen Sichtachsen in der Weltkulturerbestadt zu erhalten, kommen Lärmschutzwände zum Einsatz, die unter anderem transparent, begrünt und in Teilen verkleidet sind. Grundlage hierfür ist der Rahmenplan Lärmschutz und Gestaltungsanforderungen der Stadt Bamberg, in dem auch ein Gestaltungswettbewerb vorgesehen ist. Das Land Bayern hat die DB Netz AG mit der Planung des Haltepunkts Bamberg Süd beauftragt. Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens erfolgen die Hauptbauarbeiten. In den eingereichten Planänderungsunterlagen zum Baurecht sind schon viele Interessen abgeglichen worden. Es gab umfangreiche Diskussionen, vor allem zu den Themen Lärmschutz und Bauablauf. Geplant und gebaut wird nach der derzeit modernsten Arbeitsmethode. BIM, Building Information Modeling, ist Bauen in der digitalen Welt. Über die gesamte Planungs- und Bauzeit bleibt die DB Netz AG im Dialog mit Anwohnern und Interessierten auf einer digitalen Plattform und in einem Infopunkt.